begrüße euch zum Servus Studio Buzz Podcast. Hier geht es ums Stricken, um Häkeln, manchmal Spinnen und generell um ganz viel Wolliges. Ich bin die Duck und ich lebe in Albuquerque im Bundesstaat New Mexico in Amerika. Ja, seit dem letzten Podcast ist viel passiert. Ich hatte einen Event, wo ich einen Stand hatte und ich werde euch am Ende ein paar Bilder einblenden, einfach, dass ihr mal einen kleinen Eindruck davon kriegt, wie das ausgesehen hat. Es war also so ein Event, der hier von den hiesigen Gilden organisiert wurde. Ich glaube, man sagt Gilden, Guilds in Englisch. Und alles, was so rund ums von Nähen bis Multimedia, alles Mögliche, war vertreten. Also diese Gilden haben den Event organisiert und es gab eben viele Ausstellungen und aber auch ein paar Stände, wo Sachen angeboten wurden, verkauft wurden. Und da hatte ich eben auch einen Stand und war so im Nachhinein, muss ich sagen, ich war ganz schön nervös, weil es einfach schon sehr lange nicht mehr so ein Event gegeben hat und man macht sich dann doch viele Gedanken vorher, aber es war wirklich einfach wunderschön und ja, hat richtig viel Spaß gemacht, hat Spaß gemacht, andere Stricker zu treffen. Die Resonanz war sehr positiv und ich spreche einfach unheimlich gerne mit den Leuten, die dann auch meine Wolle kaufen. In den meisten Fällen. Also ich sag mal, die Menschen, ich hatte so den Eindruck, jeder hat sich gefreut, dass man endlich mal wieder in persona Wolle kaufen konnte an einem Stand. Und eben, ja, die Leute haben wahrscheinlich wenig Geld ausgegeben in den letzten 2 Jahren und haben auch dann gerne mal so ein kleines Local Business dann unterstützt und das war natürlich total toll, weil so ein Stand kostet so richtig, richtig viel Geld. Da muss ich jetzt so ein bisschen an die Steffi denken, Kreativwerkstatt, die Steffi färbt selbst und hat aber jetzt gerade so gesagt, dass ihr die Wolle eigentlich durch die Bank weg oder fast durch die Bank weg zu teuer war auf einem Wollfest. Und ja, in Deutschland ist es vielleicht auch ein bisschen anders nochmal, keine Ahnung. Aber ich finde, wer selbst schon mal versucht hat zu färben, muss sich eigentlich vorstellen können, wie schwer es ist mit so einem kleinen Gewerbe, wo man wirklich so viel Zeit investiert, dass dann auch noch ein bisschen Geld rumkommt letztendlich als Verdienst, ohne dass man, ich sag mal, so eine husch-husch schlampige Färberei macht. Und ja, so waren so meine Gedanken dazu, als ich das geguckt habe. Steffi, ich weiß nicht, ob du meinen Podcast guckst, aber das war nur mein Input zu deinen Anmerkungen bezüglich der Preise von Wolle oder von handgefärbter Wolle, muss ich mal so sagen. Ja, das nur dazu. Ansonsten habe ich natürlich in der Zwischenzeit einiges auch fertig bekommen und habe es natürlich jetzt hier mitgebracht, um es euch zu zeigen. Ich freue mich, dass die Duke City Mits fertig sind. Die habe ich aus meiner Wolle gestrickt, Charma. Das ist ein Sportgarn, also die sind mir ein kleines bisschen zu eng, sind ja auch nicht für mich. Und aus, also ich weiß noch nicht, wer die bekommt, ob ich sie verschenke oder ob ich sie dann an der Studiotour im Herbst anbiete, wenn hier so ein Open House Verkaufsevent ist, habe ich noch nicht entschieden. Aber man braucht für diese habe ich gebraucht 45 Gramm und 3 mm Nadeln.
Die Anleitung ist kostenlos auf Ravelry erhältlich und heißt Duke City Knits. Ja, viele von euch haben auch schon, mir schon geschrieben, dass sie die auch schon mal gestrickt haben. Und da freue ich mich natürlich. Ich freue mich noch mehr, wenn ihr ein Projekt anlegt auf Ravelry. Das ist immer ganz besonders toll. Also, wenn man sich die Mühe macht und macht dann so ein Design und wenn man dann auch gucken kann, was ist fertig geworden und wie sehen die fertigen Projekte aus, finde ich immer toll. Ja, Duke City Mats fertig und was ich dann am Schluss immer mache, ich lege mir die aufs Bügelbrett und ein nasses Geschirrhandtuch oben drüber und dann mal einmal schön mit dem Bügeleisen drauf und so ein bisschen schön zischen lassen, dass der Dampf so durch und durch geht und dadurch liegen die dann einfach wunderschön flach. Duke City Mits. Und dann habe ich fertig meinen Scarpa. Ach, das hat mich total gefreut. Ich habe den fertig gekriegt. Also ich hatte also der Event hat 3 Tage lang gedauert. Und am zweiten Abend habe ich die Jacke fertig gemacht und wollte sie mit zum Festival nehmen. Habe sie also, Entschuldigung, alle Fäden vernäht. Habe die einmal durchs Wasser gezogen, dann in die Waschmaschine mit einem, wie sagt man denn da, einer Drain und auf jeden Fall, also dass das Wasser abgepumpt wird und dann geschleudert. Also schleudern, also das ist einfach ein tolles Programm, das kann man wunderbar nutzen. Da muss ich natürlich aufpassen, wenn ich das vorher aufgewaschen habe, dass ich es nicht auf dem Transport in die Waschmaschine irgendwie 5 Meter lang wird. Und aber ansonsten habe ich noch nie damit Probleme gehabt, wenn ich das gemacht habe. Eher mit einem normalen Waschen, obwohl ich ja Superwash Wolle meistens verwende. So wie auch bei diesem hier. Also ich bin super happy mit der Jacke. Es waren so ein paar Kleinigkeiten in der Anleitung, wo ich gedacht habe, da hat mir so ein bisschen was gefehlt, wo vielleicht ein Anfänger ein Problem hätte. Also zum Beispiel hier, wenn man übergeht zu dieser Blende, da steht sofort anfangen zu stricken. Da muss man aber einfach noch mal zuerst eine Runde in der neuen Farbe stricken, bevor man mit dem Chart anfängt. Einfach von der Farbe her. Und ansonsten habe ich ja so einen Glockenärmel gekriegt, weil ich die Nadelstärke nicht verändert habe. Und ich glaube, das steht auch so nicht in der Anleitung drin. Das mochte ich aber nicht, habe ich nochmal aufgetrennt, neu gestrickt, war nicht wirklich ein Problem. Und einige von euch haben da Anteil genommen und haben mir auch gute Tipps gegeben, aber ich habe es dann ganz schlicht und ergreifend aufgetrennt und neu gestrickt. Das ist nicht so wild gewesen. Ne? Ihr seht ja, das ist kein besonders breiter Ärmel. Ach so, und zum Thema Blocken. Die Jacke war dann am nächsten Morgen in der Tat trocken. Also bei uns ist es so, ja, es ist einfach Wüste. Da ist keine Luftfeuchtigkeit. Da kann sowas dann schon mal schnell trocknen. Ja, die Jacke ist ziemlich lang für meine Verhältnisse und ein bisschen verknittert, weil sie in der Box war. Ich hatte am dritten Tag dann ein Kleid an, was ab Taille einen weiten Rock hat. Ich hatte zwar überlegt, ob ich die Jacke anziehe und meine Tochter fand es auch okay, aber ich wollte lieber was Kürzeres draufziehen, beziehungsweise habe ich dann letztendlich ein Tuch über das Kleid angezogen. Man mag ja immer was Selbstgestricktes dann auch dazu tragen und also am Stand, sag ich mal. Und die Jacke habe ich dann mitgenommen und habe sie an den Bügel gehängt. Und zum Angucken, obwohl ja dieses Garn, habe ich euch schon erzählt, ist von einer Handfärberin oder beziehungsweise 2 Frauen, die mittlerweile nicht mehr färben, weil sie wahrscheinlich nicht genug Geld gemacht haben mit ihrem Business. Das nur am Rand. Und die, wie heißt es nochmal?
Nice and Knit heißen die. Und das ist also mein Garn, das heißt, die Base heißt Sundancer. Das habe ich passend hierzu gefärbt. Und außen am Rand verwendet man ein doppelt gehaltenes Mohair eigentlich. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Mohair kombiniert mit einem Velvet Garn, also das Baby Suri Alpaka und Silk und Seide, eine Mischung. Ja, ich bin wirklich super zufrieden mit dieser Jacke. Es ist so für mich ein neuer Stil, mal so eine längere Jacke. Aber ich freue mich drauf. Ist ja immer schön, wenn man mal irgendwie was verändert, ne? Ja, und ich mag das auch, wie lässig locker die fällt, so eine Schlabberababa-Jacke. Finde ich irgendwie gut. Sonst hätte ich sie ja auch nicht gestrickt. Ja, und dann. Ich weiß, dass einige von euch schon den englischen Podcast geguckt haben und ihr werdet jetzt lachen, weil dreimal dürft ihr raten, was ich gestern Abend gemacht habe. Gestern Abend, ich habe nämlich gestern den englischen Podcast aufgenommen, habe ihn dann hochgeladen und bearbeitet und edit und bla bla, was dann immer so alles zu tun ist. Und dann habe ich mich abends mit meinem Mann vor dem Fernseher gesetzt und habe mir meine Häkeldecke geschnappt. Und dann habe ich auch nicht gemeckert, als er nochmal einen Film für uns gesucht hat, irgendwie spät in der Nacht, wenn ich normalerweise schon ins Bett gehe. Und weil ich irgendwie echt gedacht habe, es muss jetzt endlich was passieren an der Häkeldecke. Und ich sage euch jetzt ganz im Ernst, diese Decke hat mich Nerven gekostet, gehen Ende zu, weil ich sie wirklich irgendwie nicht mehr sehen konnte. Ich habe gedacht, wenn jetzt einer kommt und sagt, gib sie mir, ich vernähe dir auch die Fäden und dafür kriege ich die Decke, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, nimm sie weg damit. Mittlerweile hat sich das wieder gelegt, also ihr braucht gar keine Nachrichten zu schicken. So, wo ist die Ecke? Hier. Also ich habe seit ihr sie gesehen habt, habe ich bestimmt von hier bis in die Ecke gehäkelt. Seit gestern Abend ungefähr dieses Stück. Also gestern Abend ist das hier passiert. Ab hier, da kann ich mich nämlich dran erinnern, war das Blaue. Den blauen Streifen hatte ich noch nicht und den habe ich dann erst gemacht. Und ja, das zog sich echt noch mal wie Kaugummi. Diese Decke ist gehäkelt mit Fingering Garn und die Nadelstärke kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. 300, 3,5, ich glaube 3,5 meine. Altbewährte blaue Inox-Häkelnadel. Ja, jetzt muss ich natürlich noch meine hunderte von Fäden einarbeiten. Ich hatte von euch auch super nette Kommentare, ein paar gekriegt, die mir gesagt haben: Hey, warum machst du nicht den Frankfurter Knoten? Oder weiß nicht, hat jemand noch was anderes vorgeschlagen? Wie auch immer, aber es ist ganz komisch. In meinem Kopf, wenn du das Wort Knoten sagst, dann ist bei mir schon, nee, danke. Dann mache ich mir lieber diese Arbeit mit dem Fäden vernähen. Ich weiß auch nicht. Ich muss mal gucken. Normalerweise macht es mir dann auch nichts aus. Also ich meine, bei den Pullovern, die ich aus den Minis gemacht habe, habe ich es ja auch dann gemacht. Habe ich auch von Hand alles vernäht. Und hier mal gucken, ich habe von meiner Mutter eine so eine kleine Nadel. Meine Mutter, die hat nämlich für eine Strickwarenfirma ja früher gearbeitet. Wer schon länger dabei ist, wird sich daran erinnern. Davon habe ich ja schon erzählt. Da hat sie dann auch Fäden vernäht. Und die hatten so ein Werkzeug, das sieht aus wie so eine Miniatur-Teppichknüpfhaken. Also du gehst irgendwo durch,
schnappst dir einen Faden und beim Rausziehen geht so eine Klappe zu, damit also der Faden da drin bleibt und der Haken sich eben nicht an dem Stoff verhakt. Und so ein Ding ist das nur halt wirklich richtig, richtig klein. Also für diese Wollstärke würde das noch gehen. Mensch, ich hätte mal nachgucken sollen, wie lange ich jetzt eigentlich hier dran gearbeitet habe. Mir hat jemand auf Instagram geschrieben, ist das die Decke, an der du vor 3 Jahren gearbeitet hast? Und ja, das ist sie. Und ich, also bei Fiber Arts Fiesta, an dem Stand hatte ich die damals dabei. Und da habe ich sie aber auch nicht gerade erst angefangen gehabt, glaube ich. Also bestimmt 4 Jahre. Bestimmt 4 Jahre arbeite ich dran. Aber wer nachgucken will, ich bin Paper Duck auf Ravelry und auf Instagram. Und da habe ich normalerweise, schreibe ich sowas immer, wann ich mit den Dingen angefangen habe. Ja, ich halte euch das in die Kamera als fertig. Obwohl die Enden natürlich noch nicht vernäht sind, nur ungefähr in einem Viertel oder Fünftel der Decke. Und es wird auch noch dauern, bis ich die vernähe. Aber das ist egal. Das mache ich vielleicht dann auch im Herbst, wenn ich mich mit der Decke zudecke. Und ich packe sie jetzt erstmal weg, weil sie abgehakt ist. Ja, und dann habe ich mitgebracht. Habe ich rausgeholt, ein Tuch, was ich zu 99% auftrennen werde. Ihr habt dieses Tuch schon gesehen und ihr werdet sagen, warum denn, warum denn? Ist doch ein super tolles Tuch. Es ist auch ein super tolles Tuch und ein wunderschönes Muster, aber ich habe das falsche Garn genommen. Ich liebe also ich sag mal, fangen wir mal andersrum an. Dieses zweifach gezwirnte, ich glaube, oft wird es Perlgarn genannt, das ist einfach nicht mein Ding für Tücher. Ich glaube, wenn ich da ein Tuch machen würde mit glatt rechts, wäre das vielleicht eine andere Sache. Aber dieses Gerippte, das ist mir irgendwie, die Haptik ist nicht richtig. Ich mag also dieses leichtere Garn, bei mir heißt Sundancer, das hat so 465 Yard für 100 Gramm. Oder Fine Fingering Sugarloaf, ein Strang hat 4 Ounces, also so ungefähr 116 Gramm mit 550 Yard. Oder Honeysuckle mit ungefähr 430 Yard auf 100 Gramm. Ja, und das ist eben ein bisschen, im Englischen sagt man mehr plump, also so ein bisschen, es ist, ich werde es auftrennen. Ich habe keine Lust mehr drauf. Und es liegt, also wie gesagt, es liegt ganz bestimmt nicht an diesem wunderschönen Design. Ja, ich habe in Arbeit ein Garn aus Kalifornien. Die Marke heißt La Jolla. Und hatte mir dazu passend diese beiden gefärbt. Das sind also meine Garne. Und wer sagt, Dack, du musst ja nicht die handgefärbten Preise bezahlen, hier jetzt nicht. Aber da habe ich sie bezahlt und dann müsstet ihr mal meinen Stash sehen an Garnen, die handgefärbt sind in der Garage. Und da habe ich Preise bezahlt, die teilweise sogar über meinen Preisen liegen. Also ich muss mich ja nicht mit den deutschen Handfärbern vergleichen, aber macht man irgendwie doch, ne? So. Und verteidigen tue ich mich schon gar nicht. Ist, wie es ist. So.
Das sind also diese beiden. Dieses tolle, dunkle, kräftige Grün und dieses goldene Gelb-Orange mit den schönen Speckles. Zu eins nochmal und dann halte ich aber meine Klappe zum Thema Preise von handgefärbten Garnen. Mir ist aber wichtig zu sagen, dass kein Handfärber erwartet, dass jeder von ihnen kauft und ganz bestimmt kann sich auch jeder, auch nicht jeder leisten, ein handgefärbtes Garn zu kaufen. Und auch ich kaufe gern ein Garn, was im Angebot ist und ich kaufe auch gerne in Deutschland, wo Wolle vielleicht ein kleines bisschen preiswerter ist, also solche normalen, diese normalen Marken wie ein Zauberball oder sowas, das kaufe ich, wenn ich in Deutschland bin, da ist es viel preiswerter. Ne? Also bin ich jetzt auch nicht so scharf drauf, dafür so viel Geld hier auszugeben. Aber also ich habe da großes Verständnis dafür. Ich habe auch Freunde gehabt, die mich an meinem Stand besucht haben und die gesagt haben, sorry, bei mir, ich muss jetzt die Miete zahlen, ich kann mir keine Wolle leisten. Und da habe ich vollstes Verständnis dafür. Also es wird mit Sicherheit anderen auch so gehen. Anderen Handfärbern, die werden auch dafür Verständnis haben, dass nicht jeder sich das leisten kann, einen Pullover für $100 zu kaufen. Ja, ganz ist einfach so. Und heutzutage noch mehr. So, Schluss mit dem Thema. Das war also der Tamdu von Isabel Berg, von Mel, Isabel Berg, der war gut jetzt, ne? Von Melanie Berg, den ich bestimmt nicht zum letzten Mal auf der Nadel gehabt habe, aber beim nächsten Mal dann mit einer anderen Wolle. Ach so, und was ich noch vergessen habe, Roadrunner ist auch ein Garn, was ich super gerne für Tücher verwende. Und das ist jetzt zum Beispiel auch gerade was, was ich hatte jetzt gerade alle meine Tücher in der Hand, um nochmal zu gucken, was nimmst du jetzt mit an den Stand? Was tust du? Was hängst du hin als Display? Und Roadrunner ist eins von den Tüchern, die einfach sich so schön anfühlen. Also wenn ich Roadrunner verwendet habe, genau wie diese anderen, die ich euch schon gesagt habe. Ja, und dann zwei Sachen gibt es noch. Zum einen arbeite ich an einem neuen Design und ich freue mich so tierisch darüber. Ihr wisst, ich habe euch gesagt, ich werde den Pulli aufschreiben und das wird noch ein bisschen dauern. Da habe ich jetzt nicht so die große Eile, aber dadurch, dass ich wirklich jetzt schon länger kein Muster mehr geschrieben habe, man ist dann doch so ein bisschen verrostet und es kostet einem ziemlich, kostet viel Zeit, kostet viel Konzentration. Und ich habe jetzt leider meinen Zettel nicht dabei, aber meine Notizen, oh Mann, das ist wirklich richtig chaotisch. Und dann das alles in eine Form zu bringen, die jeder andere dann auch verstehen kann, da muss man schon sehr aufpassen. Deshalb habe ich gedacht, okay, bevor ich mich an den Pullover wage, mache ich was Kleines zuerst. Und da habe ich jetzt schon länger eigentlich, hatte ich den Gedanken, Mensch, ich hätte wirklich mal wieder Lust, einen fingerlose Handschuhe mit einem Design. Das Muster für die Duxi Mits, habe ich ja gesagt, es ist kostenlos. Und aber ich habe jetzt diese andere Idee gehabt und habe schon öfter mal, bin ich durch meine Bücher mit Mustern durchgeblättert und habe nie was gefunden, was mich so richtig gepackt habe, wo ich gedacht habe, das ist es. Und es ist dann eher immer so gewesen, ja, durchgeblättert und gedacht, ja, das wäre schön, Bäbberle reingemacht, postet, weitergeblättert. Aber eigentlich muss es so sein, dass man irgendwie ein Muster sieht und gleich so sagt, boah, das ist es, das ist genau das Richtige. Und so ist es mir in dem Fall ergangen. Ich habe also
mir und so wird aus einer Jacke werden dann fingerlose Handschuhe. Ich habe nämlich, nachdem ich irgendwie keine zündende Idee hatte für eine Jacke für meine Tochter, irgendwie hat mich nichts so wirklich inspiriert. Ich hatte auch dann keine Lust, mir selbst was auszudenken. Sie selbst ist auch so, ja, so wählerisch mit ihren Sachen, die sie anzieht und die ihr gefallen. Und dann hat sie, was war das denn neulich? Da habe ich ihr irgendwas gezeigt. Da weiß ich noch genau, vor 3 Jahren, da hätte die das wirklich nicht im geringsten in Erwägung gezogen zu tragen. Und jetzt war sie so, wow, ach nee, nicht tragen, sondern es war eine Tasche, jetzt fällt es mir ein. Genau, es war eine Tasche, die habe ich ihr damals gezeigt, hatte ich im Secondhand-Laden gekauft und ihr damals kein Interesse, keiner hat sie jemals benutzt. Neulich fiel sie mir in die Hände, habe ich gedacht, oh, die könnte ihr jetzt gefallen. Und in der Tat, da war sie also wirklich so richtig begeistert. Und deshalb mit der Jacke war ich so, nie so. Ich habe ja immer, habe euch ja erzählt, dass ich gedacht habe, zwei Farben zusammenhalten, so meliert und so Blöcke zu machen. Alles nie so, nicht so richtig begeistert. Und deshalb habe ich mir jetzt glatt dieses Pink genommen und habe es mir gewickelt. Und zwar ist das mein Jacker-Garn. Ich hatte das als Sonderposten recht preiswert von einem meiner Großhändler gekriegt. Und wenn es dann mal irgendwann im Shop landet, da ist es noch nicht, dann werd ich das auch günstiger anbieten als meine anderen Garne einfach. Das werde ich dann natürlich nicht. Ja, möchte ich dann auch, dass es euch zugute kommt. Und das Garn heißt Jacker und da ist also Jucker, sagt man auf Deutsch, inspiriert durch diese Pflanze, die man hier ganz oft sieht in der freien Natur. Und Jucker ist also ein Garn, was hat einen Alpaka-Anteil, einen Merino-Anteil und einen Seidenanteil. Und ich habe da also, das war ein Fussel hier gerade, und ich habe da also so eine bestimmte Menge von Garnen gekauft. Ich habe die also auch nicht bunt gefärbt, sondern alle einfarbig, nur teils mit ganz leichten Speckles. Also hier könnt ihr es vielleicht sehen, da ist so ein kleines Speckelchen. Und es gibt verschiedene Farben. Alle habt ihr die, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen. So in der Art, ne? Einiges. Aber jetzt, um es nicht länger spannend zu machen, zeige ich euch zuerst die Handinnenseite. Ja, dann sagt ihr, das ist ja langweilig. Kann ja jeder, aber dann hier, bebam. Ist das nicht schön, dieses Muster? Und das Muster habe ich mir natürlich nicht ausgedacht. Was auf meinem Mist gewachsen ist, ist, wie ich das in das Handschuhdesign eingearbeitet habe. Ja, ich bin also wirklich völlig begeistert. Also das habe ich mir hier auch ausgedacht, wie ich das am Bündchen gemacht habe. Das Bündchen ist also innen so ganz schlicht und es rollt sich ein bisschen und es macht nichts, das darf es auch. Und hier oben sieht es auch wieder ein kleines bisschen anders aus. Und das Garn, das habe ich nicht dazu gesagt, das ist eine Decay-Stärke und die Handschuhe sind mit 3 mm Nadeln gestrickt. Wenn das dann mal irgendwann zur Verfügung steht als Kaufmuster auf Ravelry, dann müsst ihr bitte dazu einberechnen, wenn ihr lockerer strickt als ich, dann müsst ihr vielleicht eine Nadelstärke runtergehen oder einfach eine andere Größe haben, weil ich glaube, wenn ich so Handschuhe machen würde, ich würde auch keine Maschenprobe stricken vorher.
Ja, insofern, man will dann ja gleich loslegen, also vielleicht eine kleinere Größe, als ihr sonst euch aussuchen würdet, oder eine Nadelstärke runtergehen. Ja, da habe ich also ein paar Mal auch schon aufgetrennt. Der Daumen war zuerst zu groß und die Hand hatte ich zuerst auch länger gemacht. Genießt. Und die Hand hatte ich zuerst länger gemacht und die ging dann so bis hier ungefähr. Also, warte mal. So vielleicht. Und das wäre ja eigentlich auch okay, aber visuell fand ich es einfach hübscher, ein bisschen kürzer. Und deshalb habe ich nochmal zurück aufgetrennt. Habe es dann abgekettet. Dann musste ich es nochmal auftrennen, um den Daumen anzugleichen. Um da. Und beim nächsten Handschuh muss ich noch eine kleine Veränderung machen beim Musterschreiben, um. Ja, aber das ist eigentlich relativ egal. Wer das dann stricken will, dann wird das passen. Ich muss mir natürlich auch noch ausdenken, wie ich dann die verschiedenen Größen gestalte. Ja, ich freue mich riesig darüber. Ja. Und dann, also das war das Tuch, die Jacke, die Decke. Ach ja, und dann habe ich, oh Mann, geht es euch auch manchmal so, dass man möchte eigentlich was Neues machen, man hat so Lust auf was Bestimmtes und ein bestimmtes Tuch. Also bei mir war das so irgendwie, ich möchte ein Tuch stricken. Ich habe jetzt 4, 5 Wochen lang gefärbt. Also fast jeden Tag. Habe die Wolle getrocknet, habe das Etikett dran gemacht, gewaschen natürlich. Und dann sind die in Kisten gegangen. Für mich dann war das natürlich eine besondere Freude, die Sachen dann auszupacken. Einfach deshalb auch, weil ich jetzt, ich denke mir immer wieder neue Farben aus und es war dann einfach super schön, auch diese neuen Farben zu sehen. Aufgehängt an der Wand jeden Tag. Und zwei Sachen haben mich ganz besonders angesprochen und die zeige ich euch jetzt. Und das sind die, die ich gerne verstricken würde. Da habe ich mir jeweils zwei Stränge zur Seite gelegt und habe mich aber weder für also ich kann mich weder für eine Farbe entscheiden, noch kann ich mich für ein Muster entscheiden. So, und hier sind sie jetzt. Eben gerade noch mal die Jalousie hochgemacht, weil damit wir genug Licht haben. Ich bin ja heute mal wieder in meinem Nähzimmer, Computerzimmer, Kruschelfüllerzimmer und so weiter, Tintenzimmer, Papierzimmer, Stoffzimmer, da ist Papier. Alles ist hier reingestopft. So, hier ist die eine Farbe, in die ich mich so verliebt habe. Und zwar heißt die Angel Wings. Und die ist auf meinem Honeysuckle Garn, also das heißt Merino Kaschmir Seide. Ich mag das wirklich gerne für Tücher, einfach weil die Seide, die gibt dem so ein bisschen Drape und ja, vielleicht auch, also nicht eine kühl wird es nicht, aber ich könnte mir sogar vorstellen, ich habe mich neulich mit der Caro drüber unterhalten, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das tauglich wäre für ein Top durch den Seidenanteil und dass es dann, obwohl es sehr weich ist, trotzdem nicht unbedingt pillt.
wäre mal einen Versuch wert. Ich habe auch mir neulich, habe ich dieses einen Top entdeckt, also hat jemand gezeigt oder mich darauf aufmerksam gemacht, auf das Muster. Ich glaube, die hat auch diese Wolle gekauft, um das Top daraus zu stricken. Und zwar heißt es Geraldine. Schaut's mal nach, ich habe leider keinen Screenshot und habe, ach nee, Moment mal, mein iPad ist ja da. Ja, dieses Muster ist geschrieben von, es heißt Geraldine Top und ist geschrieben von Amanita Agata Markiewicz. Und ja, ich bin echt in Versuchung, das zu stricken, aber andererseits, ich kann sowas hier im Sommer nicht tragen. Ich trage einfach kein nichts Gestricktes im Sommer, so ist es einfach. Und für Übergangszeit ist es ja dann vielleicht doch zu leicht. Ich weiß es nicht. Also anders als, ich sag mal, jetzt ein Pulloverchen mit einem halben Arm, ne? Ich finde auch von, also vorne ist kein Muster und da hat es so einen wunderschönen runden Halsausschnitt, wie ich das eigentlich super gerne mag. Ja, und jetzt gucke ich gerade nochmal, ist es wirklich, ja, Fingering. 21 Stitches auf 30 Reihen, das gehe ich ja in 100 Jahren nicht hin. Ich habe vielleicht 28 Maschen. Nee, das ist also hiermit erledigt, das Thema. Das wird gestrickt mit 4 mm und 4,5 mm Nadeln und das ist mir dann auch von vorne zu löchrig. Sorry Leute, ich bin keine 25 mehr. Ja, sehr schade, denn das Muster ist wirklich traumhaft schön. Aber das ist dann für mich nicht das Richtige, leider. Na gut. Dafür wäre das sowieso nicht das Richtige. Da ist zu viel los in dem Muster. Aber zeige ich euch noch das andere Garn, was ich mir hier beiseite gepackt habe als mögliches Tuchgarn. Das sind also zwei Stränge Sugarloaf. Und Sugarloaf ist das Garn, was 550 Yard, also Light Fingering, 550 Yard auf 4 Ounces. Ist also mehr so. Jetzt muss ich nochmal niesen. Ja, das ist also mehr, macht so mehr so einen leichten Kuschelstoff irgendwie. Weiß ich auch nicht, schwer zu beschreiben. Aber wirklich nehme ich auch super gerne für Tücher. Und dieses Garn heißt Cherry Blossom. Ja, so sieht es aus. Also wenn jemand eine Idee hätte für ein tolles Tuch, was zwei Stränge verwendet und dann einfach irgendwie so ein nettes Muster hat. Vielleicht, ich habe schon überlegt, vielleicht versuche ich es nochmal mit dem kleinen Schwester von der Melanie Berg. Als ich das zuletzt mal stricken wollte, da war mir, das habe ich ja irgendwie gleich in den ersten 10 Reihen einen Fehler reingehaut und habe gedacht, also das kann ja wohl, das ist jetzt einfach nicht richtig. Aber das war, glaube ich, damals auch zu einer Zeit, wo ich irgendwie keinerlei mentale Kapazität für irgendwas Komplizierteres hatte. Apropos, was mich daran erinnert, ich habe ja auch noch das Lace-Tuch auf den Nadeln, was ich mit der Karin zusammen stricke. Und, also das Lace-Tuch, was natürlich ein bisschen anspruchsvoller ist. Und hier auch der High Desert Yoke. Den nehme ich manchmal so mit, wenn ich was ganz Simples brauche für unterwegs. Was weiß ich, dieser Tage war ich mit dem Auto beim Service und da habe ich dann im Wartezimmer gesessen. Damit geht also immer nur im Kreis herum und an der Seite hat man so eine Fake-Naht. Aber ansonsten viele Maschen, aber glatt rechts. Und daran stricke ich, wie gesagt, auch dann manchmal nochmal weiter.
Es ist jetzt nicht so, dass mir das Strickzeug ausgeht, aber man ein bisschen Abwechslung, ein bisschen, ne, braucht es schon. So. Und das war's jetzt. Jetzt gehe ich gleich weiter in die Küche und mache Abendessen für meinen Mann und für mich. Unser Sohn, der kann heute nicht kommen. Der hat nämlich heute Abend mit Sicherheit Generalprobe. Der wohnt in einer kleinen Wohnung unten bei der Uni, aber er kommt öfter mal zum Abendessen, wenn es was Gutes gibt. Dann schicke ich ihm eine Nachricht, willst du kommen zum Essen? Und dann kommt er auch gerne mal hochgedüst, so 20, 25 Minuten entfernt. Nicht die Welt. Aber das wird heute nichts, weil er morgen eben ein Recital hat. Klavierkonzert mit seinen ganzen Mitstudenten. Und da freue ich mich auch schon drauf, dann da zuzugucken und zuzuhören, natürlich. Und ja. Und wie komme ich jetzt da drauf? Keine Ahnung. Den Haken habe ich geschlagen über das Abendessen kochen und es ist nur mein Mann und ich sind, ne? Genau. Also, wir sehen uns dann wieder in ungefähr 2 Wochen. Und bis dahin habe ich bestimmt den zweiten Handschuh fertig. Und euch schicke ich ganz liebe Grüße, dass ihr ganz viel Spaß habt mit dem, was ihr im Moment strickt und dass es euch gut geht und ihr gesund seid, bleibt oder werdet. Happy Knitting, strickt was Schönes.